Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Da sind wir wieder. So, auf geht's. Ciao, Leute. Hey. Gekämpft habe ich gegen Terrormorphs schon öfter, aber mit ihnen zusammengewohnt noch nie. Naja, zusammengewohnt, das sehe ich hier irgendwie nicht so. Wir haben jetzt noch diese Spezies in der Holding Cell D. Und vor allen Dingen, wovon ernährt sich das Ding? Warum flippt es nicht aus? Und warum haben sie nicht mal einen Futtertrog oder irgendwas? Da muss doch irgendwas noch drin sein. Schon ein bisschen sad. So. Gut, wir fliegen nach London. Inium. London, Inium. Toliman. Waren wir da überhaupt schon? Ich glaube, wir waren immer Alpha Centauri, ne? Oh, eingehender Ruf. Diese Welt ist gesperrt. Wir raten, sofort zu einem sicheren Ort zu springen. Aber ich muss hier hin. Okay. Moment, warum denn gesperrt? Toliman 2 ist eine biologische Sperrzone. Hier gibt es nur Terrormorphs und UC-Soldaten, die sie im Auge behalten. Ah, okay. Du solltest verschwinden, solange du es noch kannst. Ja, will ich aber gar nicht. Okay, und ihr wollt mich daran hindern, zu landen? Nein. Aber wenn du landest, wird dich niemand retten. Also tu uns den Gefallen und spring an einen sicheren Ort. Jetzt sofort. Hätte ich das mal früher gewusst. Geil. Ich darf hier sein. Ich bin mit Commander Hatoum verabredet. Ich prüfe das mal eben. Stimmt. Alles klar. Wir sagen Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Ich darf hier sein. Das klingt auch so. Ja, meine Mama hat gesagt, ich darf hier. Ich darf das schon. Bin schon groß. Vorgeschobene Basis. Okay, schöne Welt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte eigentlich meinen Char noch ändern zum Ende, aber mache ich vielleicht nach der Mission. Achtung, Bodenkontakt. Oh. Was für ein fantastisches Drecksloch. Wunderschön und pottenhässlich. Aber. Na, Kleiner? Du! Zwischen den Barrieren! Laufschritt! Ja, ich bin schon da. Du bist bei der Xelo-Einheit. Auf zum Kommando, am anderen Ende des Geländes. Ja. Danke, Sir. Das ist ja wunderschön hier. Auf was ballern die hier? Ach. Schießübung. Ach, guck mal, die haben denen sogar Statuen gewidmet hier. Ha. Terra Brew Coffee. Ich glaube, hier war mal mehr los. Okay, sieht irgendwie cool aus. Darf ich hier... Ja, geil, ich darf Sachen mitnehmen. Na, endlich mal. Endlich vernünftige Leute. Oh, oh. Ich hoffe, ich werde nicht entdeckt dabei. So, Medipack, dankeschön. Splittergranate. Terra-Brew-Becher, oh. Für die Sammlung daheim. Wir haben sehr viele Tassen, sehr gut, aber wir bräuchten eigentlich eher ein bisschen Kaffee. Und wir bräuchten Dietriche. Ich sag's, wie es ist. Wir brauchen neue Dietriche. Lichtbogenschweißer, okay. Wollte ich immer mal ausprobieren. Aber ich verlasse mich auf meine Favorites. Ja, brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Chardonnay, Jake und die Enu, Teil 2. Ich glaube, das kenne ich. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht, ne? Jake und die Enu oder über die Aufklärung? Aha, aha.
Ich weiß halt nicht, ob es irgendwie alte Erdenliteratur ist oder ob es neue erfundene Storys sind. Die würde ich gerne vorlesen. Aber so wie es mit Moby Dick und so, die Zusammenfassung, die lese ich halt nicht vor. Oh hey. Ich komme sofort. So. Ma'am. Ma'am, ich melde mich zum Dienst. Ich rühme mich, alle zu kennen, die Fuß auf diesen Planeten setzen. Aber dich kenne ich nicht. Bist du mit dem Sammelteam hier? Oder du bist ein Eindringling und hast ordentlich Pech. Vielleicht stimmt beides. Ich hätte nur gerne einen Kaffee. Schwarz bitte mit 2 Stück Zucker. Ablenkung. Wie niedlich. Nervös, was? Ja. Das ist wirklich keine Schande. Aber der Kaffee, das wäre echt... Naja, vielleicht kriege ich meine Antwort eben von Ihnen. Commander Hatum, ich... Oh. Vorstellen ist nicht nötig, Major Sonno. Oh. Dr. Walker, euer Ruf eilt euch voraus. Außerdem, nehme ich an, gehört er zu dir? Oh, der Captain? Ja, Ma'am. Ohne ihn wäre das nicht möglich. Aber der Kaffee... Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Also, Londinion gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße. Mhm. Es gibt also einen Grund, warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen. Verstehe ich. Überall gibt es Terrormorphs. Und die strukturellen Schäden, die zurückblieben, als Major Sonnons Vater den Raumhafen bombardierte, hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt. Deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen. Und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch. Alles, was uns zur Verfügung steht für euren Erfolg. Wow, danke. Nur eines nicht. Kaffee. Auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn es Probleme gibt, werden meine Leute nicht mehr kommen. Haben wir uns verstanden? Jawohl, Ma'am. Moment. Und Vey Victus hat diesen Ort bombardiert? Warum denn das? Der erste Ausbruch der Terrormorphs, der Londinion am Ende des Koloniekriegs überrollte, war ein völliger Schock. Wellen dieser Kreaturen tauchten aus dem Nichts auf und die Stadt wurde schnell überwältigt. Mhm. Es gab einige Evakuierungsversuche, aber Vey Victis entschied, dass ein endgültigeres Vorgehen angebracht war. Mhm. Er ließ den Raumhafen bombardieren, damit keine anderen Schiffe die Stadt verlassen konnten. Die Ausbreitung konnte gestoppt werden, aber große Teile des Landes lagen in Trümmern und viele Menschenleben wurden vernichtet. Und die letzten 20 Jahre haben Londinion nur noch feindseliger gemacht. Meine Leute werden dich also nicht da draußen holen kommen. Ist das klar? Habe ich verstanden. Du würdest also nicht mal ein Rettungsteam schicken? Wir sind ungebetene Gäste auf diesem Planeten. Und in der Regel setze ich meine Leute nicht mehr Risiken aus als unbedingt nötig. Hier draußen ist es ohnehin schwer genug. Also, nein. Es wird keine Kavallerie zur Rettung herbeieilen. Hm. Kannst du uns wenigstens sagen, was da draußen auf uns zukommt? Terrormorphs. Viele Terrormorphs. Hm. Bis auf unseren kleinen Zufluchtsort hier gehört der Planet zum größten Teil Ihnen. Fuck. Deshalb gehen wir nur selten in die Stadt, so dass unsere Informationen größtenteils veraltet sind, sobald man die Verteidigungsanlagen weit hinter sich lässt. Deshalb möchte ich auch ganz klar sagen, da draußen seid ihr auf euch allein gestellt. Könnte man hier nicht mal versuchsweise ein paar Azeles freilassen? Also so züchten und dann mal freilassen und gucken, was passiert? Ja, keine Verstärkung. Verstanden, Ma'am? Keine Verstärkung. So ist es. Dann bereite dich mal vor. Deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer, am Fuß des Turms, gleich draußen. Hm. Und ich glaube, dort wartet schon jemand auf dich, Captain. Sobald du die Basis erreicht hast, empfehle ich dir, den kürzesten Weg zur nahegelegenen Azelis-Fabrik zu nehmen. Dort ist eines unserer Feldverstecke. Verstehe. Ich kann nur nicht garantieren, dass sich sonst nichts dort befindet. Ich hoffe, ihr findet da draußen, was ihr sucht. Roboter, du kommst mit mir. Jawohl, Ma'am. Danke, Commander. Percival, bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken? Sollte nur ein paar Minuten dauern. Erledige das und verschwinde von hier. Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen. Wenn er eine findet, wird er uns die Koordinaten übermitteln. Okay. Gut, und du kannst den Standort der Proben von hier aus genau bestimmen? Genau ist leicht übertrieben. Ah. Die Ausrüstung wird uns eine ungefähre Lokalisierung aller akzeptablen Proben im Scan-Bereich liefern können. Du, Kaisa und ich, wir müssen sie finden. Okay, verstehe. Dann, ich bin bereit, wenn du es bist. Okay. Geh zur Waffenkammer und rüste dich aus. Wenn du fertig bist, treffen wir uns am Stadteingang. So machen wir es. So, sammle deine Ausrüstung ein. Natürlich, natürlich.
Würde mich hier generell auch gerne nochmal umgucken, weil hier liegt überall Ausrüstung rum für mich. Aha. Ich nehme an, da liegt die Ausrüstung. Übertragung abgeschlossen. Mit diesen Codes kannst du die meisten Gebäude der Stadt vorübergehend mit Energie versorgen. Die Systeme sollten sich automatisch wieder herunterfahren. Verstanden, Commander. Cool. Dass wir da auch nochmal lauschen können, ist irgendwie nice. So, ich glaube, ich muss hier rein und dann nach unten, ne? So. Hey. Tach. Ein Rat für deine Zeit da draußen. Ja. Vertraue nicht auf das, was die Stimmen dir sagen. Die Stimmen. Ach ja, das können die ja auch noch. Okay, danke euch. So, Waffenkoffer mit nichts drin. Guten Tag. Das mache ich mal lieber nicht. Ui. Anti-Xeno-Anzug? Okay, jetzt bin ich neugierig. Anti-Xeno-Anzug. Ich bin ganz ehrlich, unserer ist immer noch besser als der. Aber Bestienjäger, minus 15% Schaden von Alien-Gegner, Autoheilung. Und Wächter, Chance von 75% Schaden beim Stillstehen um 50% zu reduzieren. Okay. Ekliptik-Anzug habe ich auch noch irgendwann aufgesammelt, aber... Na gut, ich gönne mir mal den Anti-Xeno-Anzug. Anti-Xeno-Dash-Rucksack, aber ich finde unseren immer noch besser, weil wir haben Chamäleon. Minus 15% erlittener Nahkampfschaden, für da draußen wahrscheinlich besser, ne? Gepanzert, okay. Weißt du was? Ich guck mal das Set. Ich guck mir das Set einfach mal an. Anti-Xeno, Bestienjäger, minus 15% Schaden von Alien-Gegner. Plus 10% Schaden an bereits gescannten Zielen, okay. Und Brand, okay, der Helm ist ziemlich nice. Der Helm ist ziemlich nice. Habe ich hier noch einen Anti-Xeno-Jäger, Anzug? Warum habe ich so viel Scheiße hier immer? Warum habe ich hier immer so viel Scheiße? Kann ich hier noch irgendwas anderes... Die Kopfbedeckung haben gar nichts irgendwie, ne? Das ist der Poncho, Anzug Business, werde ich ja nicht brauchen. Ich habe momentan den Tarnanzug. Nachladetempo, Einschüchternchance. Kann ich irgendwas anderes brauchen? Plus 10 Gesundheit vielleicht, wäre nice. Überzeugen brauche ich halt gar nicht. Synthetisch irgendwie, ja. Ich bleib beim Tarnanzug. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich glaube, ich bleib bei dem. So, was haben wir hier noch? Laserkartuschen. Okay. Lasergewehr. Ich schaue nochmal ganz kurz eben bei den Waffen. Ich weiß gar nicht, welches hier. Des Killers modern. Ich glaube, ich kann bei meinen Waffen bleiben. Ich müsste meine Waffen nur langsam mal ein bisschen durchgehen. Der Keelhauler. Eine Sekunde. Muss gerade mal überlegen. Ich schau mal kurz was. Warte mal. Okay. Okay, ich mach den mal auf die 1. Ich mach den mal auf die 1. Den Keelhauler auf die... Keelhauler auf die 1. Favorit 1. So, mal gucken. Der kommt mir wieder so bekannt vor. So, wir kriegen eine Menge Laserkartuschen. Das ist eigentlich schön, aber... So. So, Polytextil. Ja, nehme ich mit. Wenn es schon mal da liegt. Pinzette brauchen wir nicht. Ansonsten... Football. Ich gehe nicht oft in die Stadt. Und nie lange. Zu riskant.
Ja. Nee, ich guck nur, ich nehme immer noch Sachen mit hier. Ausgeglichen Rucksack, Entdecker-Rucksack. Coole Sachen dabei, das ist nichts, ne? Nee. Da ist noch was. Das war's aber auch schon. Also, hätten wir auch reingehen können. Kann gerade nicht quatschen. Ja, ich auch nicht. Ich bin hier noch Dichtmittel. Bin hier gerade noch am Absorbieren von allem möglichen Loot. Loot-Absorptionsphase abgeschlossen. Hey. Kalte Füße. Wer könnte es dir verdenken? Naja, geht so. Liegt, glaube ich, eher im Wetter hier. So. 3, 9. 1, 2. Oh ja. Ich brauche noch eine Menge Muni. Ich wollte noch Munition kaufen. So, dann wollen wir mal. Sammle deine Ausrüstung ein, aber habe ich doch gemacht. Warte mal, ich gehe nochmal gucken, habe ich was vergessen? Müsste das nicht abgeschlossen sein? Hey. Okay. Hallo. Du entsprichst unserer Beschreibung. Vanguard Captain, das Kabinett will dir etwas geben. Oh. Du sollst die besten Werkzeuge für deine Aufgabe haben. Entschuldige mich jetzt bitte. Microgun, schwere Waffe, legendär. Okay, nur 1000 Muni für die Microgun, das ist immer ein bisschen wenig. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber die habe ich in einer Minute raus. Das ist die neue Microgun. Die ist besser als unsere, ich packe die auf die 2. Abprallschuss, aufreißend, Kammerjäger plus 30% Schaden bei Aliens, geil. Das ist unsere aktuell. Ich packe die mal auf die 2. Favorit. 2. So. Uff. Okay, wir gucken mal. Sonst kann ich auch meine nehmen. Die macht schon ordentlich Damage, aber die schmeißt nicht so viel Munition raus. Ich glaube, unsere müsste auch mehr Schaden pro Sekunde machen. Bei weniger Munitionverbrauch. Geil. Nam, 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 nam. Köstlich. Oh, da ist noch mehr. Chunks-Apfel. Lecker. Noch ein Chunks-Apfel. Oh. Allein dafür lohnt sich schon die Mission. Oh, geil. Ich bin nur wegen der Chunks hier. So, das war's. Da wären wir also. Ist deine Ausrüstung bereit? Und du auch? Ich glaube, ja. Moment, warte mal, bist du nervös? Nur leicht nervös. Wenn man so lange immer Geschichten hört, macht man sich das im Kopf alles viel größer, als es ist. Verstehe. Aber mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich komme schon klar. Also legen wir jetzt los? Ihr könnt auch hier bleiben, ne? So. Mir steht das beste Team der Galaxie zur Seite. Ich könnte nicht besser vorbereitet sein. Das ist... Genau das sind wir. Na los, lass uns da rausgehen. Jawohl, Ma'am. Kaiser, Percival, alles im grünen Bereich bei euch? Ich bin bereit. Persönliche Nachrichten sollten jetzt über Kaiser geleitet werden. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Laut und deutlich. Vielleicht zu laut. Du bist ein Kracher-Roboter. Kaiser... Fang an. Frechheitscode übertragen. Wenn Sie bereit sind, dürfen Sie das Tor öffnen. Das machen wir. Die Nahbereichssensoren haben keine Feinde entdeckt. Muss ich das Tor öffnen? Ach, hier. Da. Okay. Wir sind auf dem Weg in die Stadt. Percival, wohin geht's? Erste Suche läuft. Erzähl's. Nicht weit. Eine alte Werft gleich hinter der Aufbereitungsanlage. Die Genproben sind wahrscheinlich in einem der Container. Was? Die Kreatur wird gesteuert.
Es muss ein Morph in der Nähe sein. Schalten wir sie aus! Fängt gut an. Ausgerechnet jetzt ist dunkel. Was war das für eine Kreatur? Terrormorph, Sklave. Level 60, okay. Achtung, mögliche Gefahr im Gebiet. Initiiere Zieleliminierung. Alter. Heilige Scheiße. Dann mal rein in den Spaß. So, wir schauen uns wieder ein bisschen um, natürlich immer, ne? Erstmal gucken, ob wir was looten können. Frage ist nur, ob wir Sachen einfach spawnen. Sehr gut. Türen funktionieren noch. Geil, eine Milch. Und hier noch, nicht weglegen. Zeigt aktuell an, jüngster Eintrag. Nicht weglegen. Wenn du das liest, bist du am Leben und kannst uns helfen. Wir sind zu viert, wir verstecken uns jetzt schon seit Tagen auf dem Betriebshof. Wir müssen sofort gerettet werden. Uns geht das Essen aus. Wir schmelzen Eis, um Wasser zu bekommen. Aber wir hören sie permanent. Sie kriechen überall herum. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie nach drinnen kommen. Als ich mich nach draußen schlich, um diese Nachricht hier zu hinterlassen, wäre ich fast Morphfutter geworden. Falls ihr diese Stadt evakuieren wollt, geht nicht ohne uns. Wir sind im Kontrollraum des Betriebshofs von Dondidion, über der Plattform. Keiner von uns will sterben. Journal des Vorarbeiters. Ach du Heilige. Okay. Logdatei 128. Sie hat den Verstand verloren. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Wenn General sonst wie was 130.000 zusätzliche Rationen bis Monatsende will, soll sie entweder ihre verdammten Versorgungsschiffe besser beschützen oder mir eine neue Materialquelle besorgen. Wir können den ganzen lieben langen Tag Nahrung synthetisieren, doch dazu brauchen wir Zutaten. Und wenn ihr das nicht gefällt, soll sie es dem Sand erzählen oder dem Eis, egal. Logdatei 142. Meine Verhandlung mit den UC-Bossen ist nicht wie gewünscht verlaufen. Sie meinten, wir sollen kreativ werden, was auch immer das bedeuten soll. Logdatei 431. Die Umrüstung ist erledigt. Der erste Schwung von diesen Arcelis-Dingern, die uns diese Londinion-Trottel geschickt haben, ist sauber vakuumverpackt. Aber das wirklich Schockierende daran ist, dass die Testversionen, die wir an den Fronttruppen zur Qualitätsprüfung schickten, bei ihnen gut ankamen. Sie mochten die Rationen. Ein paar Tests werden wir noch durchführen, um eine Massenpsychose auszuschließen, aber wenn die tatsächlich so gut sind, stellen wir nur noch Arcelis her. Logdatei 512. Mittlerweile haben wir Fabriken auf mehreren Welten, die diese neuen Rationen herstellen. Inzwischen wollen sie sogar Arcelis auf anderen Planeten züchten. Das Militär hängt vom Essen ab und dass der UC... Was? Achso, das Militär hängt vom Essen ab und dass der UC ernährt sich nur noch von Arcelis-Fleisch. Logdatei 648. Noch eine verdammte Erhöhung. Die hohen Tiere können nicht einfach immer mehr in Auftrag geben. Wir wissen, dass wir im Krieg sind, aber wie zur Hölle sollen wir das bitte hinkriegen? Sie mit Musik berieseln? Die Arcelis brüten einfach zu lange. Wir probieren neues Biomaterial aus, aber das geht auf den Ertrag und die Qualität. Und wenn ich ehrlich bin, bleibt uns nichts anderes übrig. Logdatei 684. Ich habe noch zwei Spähschiffe losgeschickt. Nichts. Es kommen keine Lieferungen mehr und seit zwei Wochen hat keiner mehr ein Arcelis von hier gesehen. Die Farmen auf den anderen Welten sind ebenfalls leer. Logdatei 715. Wir haben erneut umgerüstet. Wir verarbeiten jetzt eine andere Kleinkreatur zur Nahrung. Irgendein Krustenvieh mit viel Fleisch auf den Knochen. Glückwunsch, UC. Ihr habt alle Arcelis aufgefressen. Okay, ob die noch leben? Hallo, guten Tag. Na? Geht die Tür nicht auf? Bist du zu dumm?
keine Spur von dem Morph. Die Werft liegt direkt hinter der Aufbereitungsanlage. Das Versteck samt Inhalt befindet sich im hinteren Teil der Anlage. Kaisa, sind wir nah genug, dass du von hier aus die Proben lokalisierst? Moment. Lisieren kannst? Lisieren kannst? Ja, sie sind schwach. Aber ich erfasse mehrere gültige Signaturen. Container haben jetzt wieder Strom. Jackpot. Da nichts wie runter und ordentlich zugreifen. Moment, ich kann gerade nicht. Oh, war das schön gerade. Ich will mehr davon. Mehr davon. Oh, das hat mir so gut gefallen. Warte. Wir sollen wieder... Okay. Würde mich ja trotzdem gerne ein bisschen umschauen. Ich glaube, die Kollegen kriegen wir nirgends mehr befreit, ne? Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte zu suchen. Und sollte hier nicht noch ein Morph in der Nähe sein? Hieß es nicht so? So. Ich schaue mich ja trotzdem mal gründlich um. Okay. Wir haben gerade Dietriche gefunden. Ich bin ein glücklicher Mann. Und einen davon verschwendet. Können wir den brauchen? Nee, nee. Credstick, naja. Notizblock, ich nehme, was ich kriegen kann. Boah, okay. Da kamen wir raus. Und ein Viech ist hier oben irgendwie lang, ne? Okay, hier ist aber... Ich würde mal gucken, ob da was ist. Ah, hier scheint nichts zu sein. Ein strenger Wind ist hier. Ein richtig strenger Wind. Da oben geht's noch hoch, aber scheiß drauf. Und da sind wir wieder. Okay. Achilles. So, die Achillesproben. Oh, hey. Kann man nicht aufheben. Der ist festgefroren. Wollte gerade ein bisschen ragdollen, aber war nicht ganz so doll, wie ich dachte. Hier ist nichts drin. Toilettenpapier. Hm. Bin im einzigen Scheißhaus hier gelandet. Hier sieht's aber so nach Arena aus. Ah. Da ist er. Morphs, Feuer frei! Entschuldigung. Hab mich nur erschrocken. Ich dachte zuerst, die Stimme, die gerufen hat, halt, wir sind nicht feindselig, wir sind Terrormorph in unserem Kopf. Puh, okay. Ah, eigentlich schon geil. Als Feind eigentlich schon geil und wenn die dann noch irgendwie wirklich, ne, versuchen würden zu kommunizieren, wäre irgendwie noch geiler.
Aber gut, die sind aber nur, die greifen aber nur an. Schade. Wäre ein schöner Plot-Twist gewesen. Nichts. Okay. Und die KI ist leider auch ein bisschen, naja, herausgefordert. Ist das ein Terrormorph-Nest? Sieht ein bisschen so aus. Okay. Gut, gut, gut. Wir gucken weiter. Ich schaue trotzdem hier überall rein. Hier ist nichts. Ist hier noch irgendwas drin? Das sieht so nach was aus, aber da ist, glaube ich, nichts drin. Aber trotzdem, wir gucken einfach mal rein. Zum Aufwehren. Die Felder von Immerglas. Mm. Sie kommen. Sie kommen. Die Terromorphs. Sie sind überall. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass sie meinen Körper zerfetzen oder dass sie stattdessen meinen Geist zerreißen. Mir bleibt wohl nur eine Option. Ja, ich bin zurückgekehrt als Geist. Bin ich nicht. Okay. Der hat mich auch einfach verarscht. Mech-Komponenten? Oh. Ist das eine gute Idee, die mitzunehmen? Schmuggelware? Ich werde doch bestimmt kontrolliert bald. Ich muss dann zwischendurch zum Bau fliegen. Vor allem, warum haben die die? So, dankeschön. Dankeschön. Oh, hey, Marine. Da kommt jede Hilfe zu spät. Da kann man wohl nichts machen. Okay, da waren wir schon drin. Ganz kurz nochmal kurz hinten reinschauen. Ah. Hat sich gelohnt. Und ansonsten gehen wir mal die letzte Ladung holen. Das sieht immer nach Nestern aus hier. So. Haben wir auch. Ach, da oben ist noch eine. Okay. Und da lag noch was. Habe ich das richtig gesehen? Hier. Achso. Okay, da ist noch ein Pröbchen. Noch ein Pröbchen? Nehmen Sie doch noch ein Pröbchen, mein Herr. Das mache ich. Oh, hallo. Alle Azelis-Proben gesammelt. Ja. Okay. Die geben wir jetzt Kaisa und dann verschwinden wir hier. Würde ich machen, aber dazu muss Kaisa erstmal runterkommen. Von seinem hohen Ross. Hey, Kaisa. Proben gesichert. Gute Arbeit. Also gut. Bei einem vorherigen Scan wurde eine Terrormorph-Probe erfasst, aber im Raumhafen. Der schnellste Weg dorthin scheint mit dem Hafen zerstört worden zu sein. Okay. Dort gibt es Dampftunnel, durch die wir den Raumhafen erreichen können. Dampftunnel? Was bist du? Das stimmt, Kaisa. Woher wusstest du das? Ich bin mir nicht sicher. Hm? Percival, siehst du eine bessere Option? Nicht aus meiner Perspektive. Hm? Dann haben wir unsere Antwort. Ja, aber... Zugang frei. Wir können weiter. Aber wenn er das nicht wusste, wieso... Gibt das niemandem zu denken, dass der Kaisa nicht wusste, wo er die Dampftunnel kennt? Ist das nicht ein Problem? Irgendwie? Warte mal, da war ich noch nicht drin. Das ist doch eigentlich ein Problem, oder? Oh, hallo. Neon-Club-Leben, oh gut. Gut, dass wir das hier finden. Oh, hey, Xeno-Kriegsführungstechnik, hey. Wir laufen ja aber mit zig Schmuggelware-Wares rum. Mit Hotwares. Oh, ich bin der Albino-Terrormorph. Oh, ich bin so gruselig. Oh, ich fresse dein Gesicht. So. Okay. Weiter geht. Ach, so der Versteckomorph.
Der hat die anderen Leute noch gerne gerettet aus dem Schriftstück, aber nun ja. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge geht's in die Dampftunnel, wo es offenbar kein Problem ist, dass unser Kaiser nicht mehr weiß, woher er von denen weiß. Ich finde das immer noch höchst verdächtig. Keine Kontakte. Okay. Aufklärungsprotokolle aktiv. Sehr gut. Dann nutzen wir die Aufklärungsprotokolle in der nächsten Folge in den Dampftunneln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.